Ja, gut. Wir betrachten heute die geordneten Stichproben beim Ziehen aus einer Urne. Diese ganze Problematik bezeichnet man auch als Variation mit Wiederholung. Und das bedeutet letztlich auch ein Ziehen mit Zurücklegen unter Beachtung der Reihenfolge. Die Samira sagt uns jetzt, was wir darunter verstehen. Aus einer Urne mit kleinen unterscheidbaren Kugeln werden nacheinander K-Kugeln mit Zurücklegen gezogen. Die Ergebnisse werden in der Reihenfolge des Ziehens notiert. Dann gilt für die Anzahl groß N der möglichen Anordnung, welches auch K-Tupel genannt wird, die Formel groß N gleich klein N hoch K. Ja, wir betrachten das mal hier in einer Skizze. Wir haben hier eine solche Urne. Hier sind die Kugeln und wir ziehen und legen dann die Kugel immer wieder zurück beim nächsten. Und dann haben wir hier quasi so ein K-Tupel. Wie sieht das Ganze aus mit einem Beispiel? Wir fragen mal, wie viele vierstellige Zahlen lassen sich als PIN für ein Handy aus den Ziffern 0 bis 9 bilden. Wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, dass die vier Stellen unserer PIN-Number steht. Ich wiederhole das Ganze nochmal. Also wir haben hier unsere PIN. Und für jede einzelne Stelle haben wir 10 Ziffern. So, jetzt haben wir es. Dann bedeutet das, dass die Gesamtzahl sich ergibt aus 10 mal 10 mal 10 mal 10 bei den Vieren. Und das ist 10 hoch 4. Das ergibt einen Wert von 10.000. Hätte ich eine PIN, die aus 6 einzelnen Ziffern besteht, dann hätten wir 10 hoch 6. Ne? Hier nochmal die Formel, n gleich n hoch k, wobei n 10 und k gleich 4 ist. Betrachten wir noch ein zweites Beispiel. Samira, du kannst das zweite Beispiel ja nochmal vorlesen. Ein Zahlenschloss hat 3 Rädchen, an denen die Ziffern zwischen 1 und 8 eingestellt werden können. Wie viele Möglichkeiten der Einstellungen gibt es? Ja, jetzt haben wir also nur 8 Ziffern. Aber eine dreistellige PIN meinetwegen. Und das bedeutet, das N wäre dann 8 mal 8 mal 8. Das ist 8 hoch 3. Und das sind 512. Und schließlich noch ein Beispiel, Samira. In einer Großstadt besteht ein Kfz-Kennzeichen aus 2 Buchstaben, gefolgt von 2 Ziffern, welches gefolgt von einem weiteren Buchstaben ist. Ja. Wir haben also insgesamt 3 Buchstaben, vorerst 2, das würde bedeuten, wir haben das Alphabet mit 26 Buchstaben, dann haben wir 26 hoch 2 mal 10 hoch 2, da wir die Ziffern, 2 Ziffern haben von 0 bis 9 und dann nochmal 26 und dann fassen wir 26 hoch 2 mal 26 zu 26 hoch 3 zusammen und müssen das mit 10 hoch 2 multiplizieren und dann bekommen wir einen Wert, der ist größer als 1 Million. Ne? Bis hierher erstmal. Okay?